Willkommen. Gehen wir die Startaufstellung der Fahrer für das aufregende Rennen von heute durch. Charles Leclerc startet aus der Pole Position. Und daneben steht Max Verstappen. Und in der restlichen Startaufstellung von heute haben wir Norris, Christie, Lewis Hamilton und Perez, Fernando Alonso, Ricardo, Sainz. Wegen einer früheren Gridstrafe geht's von weiter hinten los. Und Guan Yu Zhou, Gasly, Magnussen, George Russell. Hier gab es eine Gridstrafe. Und Stroll, Bottas, Mick Schumacher, Alexander Albon und Yuki Tsunoda. Latifi, Fittipaldi, Vettel. Wegen einer früheren Gridstrafe geht's von weiter hinten los. Und Esteban Ocon steht ganz hinten. Jeden Moment werden die Startlichter ausgehen, also schalten wir unsere Strecke für den Beginn dieses Grand Prix. Es regnet. Ich weiß, wozu du fähig bist, also. Aber nicht das ganze Rennen über. Ich denke mal, so 10 Runden werden wir mit Regenreifen fahren. Ich lasse aber alles mal, wie es ist. Wir starten von 4, glaube ich, weil die anderen ein paar Strafen hatten und wir versuchen es einfach mal. Perfekt geparkt. Das wird dir einen Vorteil verschaffen, wenn du gut wegkommst. Komme ich aber nicht. Das ist der Start. Ich komme nie im Start gut weg. Gedulde dich und achte auf die Startampel. Okay. Mal gucken, ob wir gleich irgendwo rein crashen. Perfekter Start. Problem ist bloß, ich hatte lange schon keinen Regen mehr. Ich muss mich da erstmal wieder dran gewöhnen. Das virtuelle Safety Car wurde eingesetzt. Fahr langsamer und behalte ein positives Delta. Es gab einen Zwischenfall mit vielen Trümmern auf der Strecke. Es gab weitere Zwischenfälle auf der Strecke, sodass die Rennleitung zum richtigen Safety Car wechselt. Okay. Hoffentlich kommt dadurch das Regenende ein bisschen näher. Wir haben weitere 5, vielleicht 10 Minuten Regen vor uns. Der Regen lässt langsam nach, aber die Strecke wird noch eine Weile nass sein. Intermediate sind im Moment die schnellsten Reifen. Kam leider nicht vom Fleck. Der Abstand zum Teamkollegen beträgt 7,4 Sekunden. Aber reicht, um an meiner Position zu bleiben. Das ist ja schon mal sehr gut. Bedingungen sehen im Moment stabil aus. Wir erwarten momentan keinen Regen. Intermediate sind im Moment die schnellsten Reifen. Oh, jetzt gehe ich aber rein. Bestätigt. Du kannst am Ende dieser Runde reinkommen.
Ich hoffe, bis das Safety Car wieder reingeht, ist es dann trocken. Schlechter Stop. Junge. Ich hätte vielleicht auch rote nehmen sollen, ne? Aber ich wollte durchfahren. Ja. Jetzt gehen die nämlich alle rein und ich habe schon gewechselt. Huh. Jetzt nur irgendwie noch ein bisschen Geschwindigkeit, hätte ich fast gesagt, ein bisschen Temperatur reinkriegen. Enzo kommt an die Box. Enzo an der Box. Okay, damit sind wir erstmal Erster. Ich glaube, solange wir die 1,34 halten können, holt er uns nicht mal ein da hinten. Nope. Also wir müssen schon bei der 1,34 bleiben, weil sonst holt er uns zu schnell ein. Und guck, sogar noch mal die schnellste Runde gefahren hier am Ende. Also, ich glaube, die holen uns nicht mehr ein. Okay, letzte Runde. Wollen wir hoffen, dass wir nicht so ein Pech haben und noch einen Reifenplatzer kriegen. Aber eigentlich 63%. Sollte noch klar gehen. Letzte Kurven. Und wir fahren unseren Sieg in Japan entgegen. Ja, wir haben es geschafft. Was für ein Rennen. Da haben wir aber Glück gehabt, dass ich nicht so früh auf die Weißen gegangen bin. Noch im Safety Car. Werfen wir einen Blick auf die aktuelle Fahrerwertung. Charles Leclerc, der momentan also, das war wirklich gut. Das freut mich und noch ein Sieg ist natürlich top. Wir sehen uns in dem nächsten Rennen. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Ich würde sagen.